Was wir als Schauspielerinnen und Schauspieler machen, ist, wir treten aus der Unsichtbarkeit, in die wir durch diese Corona-Zeit gefallen sind, treten wir zumindest stimmlich wieder heraus. Also wir werden zwar nicht wieder so sichtbar, aber wir werden zumindest hörbar. Und ich darf Frauenelende sehen. Designerschwüre rot. So, ich sehe Designerschwüre rot. Super, danke. Ich bin mittlerweile der erste Schwarze, der eine Oper inszeniert hat an einer Bühne in Deutschland. Rossinis Tocca d'Italia. Ich habe am Wallgraben gespielt, eine Produktion, die ich total geliebt habe. Mein Terminkalender war schon voll, klar. Und dann ging das bei mir ziemlich plötzlich, dass ich von ganz viel Arbeit auf null Arbeit war. Alle die Projekte, was ich hatte, waren jetzt gecancelt. Kommunikation war völlig zusammengebrochen, kamen keine Aufträge mehr. Und Theater ist auch ausgefallen. Das sind meine drei Jobs. Theater, Schule, Kneipe, alles drei gleichzeitig dicht. Ab und zu mache ich Stadtführungen, ging auch nicht mehr. Es ging nichts mehr im Grunde. 1,5 Meter Abstand. Bitte. Was sagt eine arbeitslose Schauspielerin zu einer Schauspielerin, die Arbeit hat? Richtig. Ein Bier bitte. Chronologisch betrachtet ist die Schauspielerei erst mein zweiter Beruf. Wesentlich länger schon verdiene ich meinen Lebensunterhalt als Bedienung. Und noch länger gibt es das Litfaß. Als Schauspielerin reproduziere ich oft einen Text auf der Bühne, der von jemand anders geschrieben wurde. Aber in dem Fall kreieren wir alle die Geschichte selber und das finde ich schön. Es sind sehr individuelle Geschichten, die natürlich auch mit Theater zu tun haben, weil Theaterleute die Geschichten erzählen auf ihre eigene Art. Viele Geschichten haben auch mit dem Theater zu tun oder mit Freiburg. Ich liebe Freiburg und alle die Geschichte handelt sich um Freiburg. Wir wollen eine neue Art von Stadtführungen machen, Event-Stadtführungen. Ah, das ist ja mal was Neues. Ein Mönch. Nein. Ich. Oh Gottchen. Auch das missversteht er als neckisches Spiel und wird handgreiflich. Er weiß, wo er zupacken muss. Das muss ich zugeben. Dieser Audioguide, den wir machen, ist was ganz Neues für mich. Ich wünsche mir einfach wahnsinnig für alle und nicht nur für mich, dass wir wieder spielen können, uns wieder präsent zu machen und dadurch auch eine neue Form zu finden. Sieht die Stadt danach auf andere Art.